Hallo, ihr Silke, herzlich willkommen zu einem neuen Potluck-Video hier auf diesem Kanal. Am letzten Samstag fand wieder ein Rohkosttreffen hier in Leipzig statt. Das war das vierte Rohkosttreffen im Jahr 2016. Und ich habe natürlich wieder meine Kamera dabei gehabt und ihr seht im ersten Teil natürlich unser rohköstliches Tischlein Deck dich. Alle Teilnehmer haben ganz, ganz tolle rohvegane Speisen mitgebracht. Dann seht ihr ein paar Impressionen von diesem Potluck und zum Schluss gibt es natürlich wieder das Resümee von Christian von Raw Spirit und mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, da haben wir hier Johannisbeeren und dann hier ist eine Suppe. Hier ist eine Gazpacho. Gazpacho, das ist Paprika, Tomaten, Gurke, Sabine, was haben wir noch? Knoblauch, Zwiebel und mediterrane Gewürze. Genau. Und noch ein paar Minze, Oregano. Frische Oregano, frische Estragon und was noch frisch? Und Petersilie. Petersilie. Okay. Hier ist sowas wie ein Gurkensalat. Das ist nicht groß. Gurkensalat? Ist ein Gurkensalat, geraspelt mit ein bisschen Salatsoße dran. Also Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Kurkuma, okay. Zwiebel, also ganz normaler Gurkensalat. Gut. Dann hier der Salat, wer hat den gemacht? Rucola? Rucola, ja. Paprika, Rucola, Paprika, Tomate, dann noch Pinienkerne, Radieschen, Gurke, Kürbiskern. Kürbiskern und Sonnenblumenkerne. Und Sonnenblumenkerne. Okay. Und dieses Ding. Und Hanföl und Schuss Olivenöl. Okay, wunderbar. Dann sind wir hier eine riesen Obstkiste. Selbst erklärt Melonen, Birnen. Äpfel. Also, Melonen, Birnen, Äpfel. Genau. Dann Gurken. Hier ist nochmal ein Salat mit Mango. Wer hat den Mangosalat gemacht? Mit Koriander. Ja, mit Mango und Paprika, Gurke, Koriander, Schalotten und Zitronen. Ist da Öl drin? Ja, einen kleinen Löffel. Okay. Dann haben wir hier so eine Art Pesto. Ja, so als Stilpenpesto mit Haferkleie, Bärlauchpesto und Leinsamen und Hanfsamen. Mit Paprika und Zitronen. Ja. Und Energiebällchen mit Kokos und Datteln? Ja, Datteln. Cashewnüsse, Goji-Beeren und noch ein bisschen Kokosöl und Kokosraspeln. Okay. Und hier einen fruchtigen Kuchen. Genau, da sind drin Mandeln gemahlen, dann Walnüsse, Datteln, Kakao, Bananen, sämtliche rote Früchte aus dem Garten. Und dann haben wir noch die Früchte mit Flohsamenschalen und Wasser obendrauf. Das sind hier. Das ist Energiekugel und eine Mandel drin. Eine Königsmandel in jeder Energiekugel. Oh. Ja, stundenlang saß ich da dran. Anna? Ja, das ist geraspelte Möhre mit Apfel und Rosinen und Kokos. Und dazu hier noch Walnüsse, habe ich extra gemacht für die Allergiker. Gut. Danke. So, das sind Zucchini und Gurken aus dem Garten eines Freundes, also voll Bio. Dazu gibt es noch eine Soße. Aus normalen Tomaten und getrockneten Tomaten ist ein bisschen Öl dran. Salz, Pfeffer. Was ist jetzt noch da drin? Ein bisschen Basilikum. Datteln. Okay. Und Datteln sind drin. Sind Mirabellen? Nee, das sind Wildflaue. Das sind auch also Mirabellen. Aus wie Mirabellen. Also, kann auch sein. Ich weiß es. Das sind Mirabellen. Ja, Mirabellen. Ich kenne die Mirabellen nur ganz gelb. Dann sind es Mirabellen. Okay, das sind Mirabellen. Rote Beete und Möhre, genau. Ist da noch irgendwas dran? Öl und ein Kuchen? Ja, von mir. Mit Beeren. Cashew unten drunter und dann noch der Boden aus Hanf, gekeimten Buchweizen und Erdmandeln. Und während wir hier machen, kannst du den ja schon mal schneiden. Und dann. Na? Der Bienenstieg davon. So, hier sind herzhafte Bällchen. Das habe ich mitgebracht. Das sind Energiekugeln mit Süßkartoffeln, Kokos, Ananas, Datteln. Süßzartsaft. Ach doch, nicht herzhaft. Nee, ist was Süßes. Ah, ja. Sehr gut. Und Zimt. Zimt ist mit dabei. Cool, Pflaumen aus dem Garten. Sind da Nüsse drin in diesem Energiebällchen? Ohne Nüsse. Pflaumen ohne Garten und Leinsamencracker. Leinsamencracker? Okay. Gut. Dann Markus. Wie? Das sind Leinsamencracker, die stammen vom Rezept her aus dem Wegele hier in Leipzig. Und da haben wir heute eine kleine Besonderheit. Und zwar, ich weiß nicht, wer das Wegele kennt und die Anna.
denen wurde unlängst die Kasse geklaut mit allem drum und dran und da war wohl relativ viel Geld drinnen und das ist alles sehr beschämend. Und da haben wir uns heute gedacht, wenn euch die Cracker gut gefallen, dann könnt ihr euch hier Visitenkarten mitnehmen vom Wegele und die verteilen oder selber mal hinkommen und da eine Freude machen und dort was essen. Oder uns hier in die Spendenbox was reintun, das werden wir dann am Montag der Anna vorbeibringen und da ein bisschen helfen. Coole Sache. Genau. Wunderbar. So. Dieses formales Klatschen unangenehm finde, aber egal. Bitte. Das ist die Beilage zur Kokossuppe. Wo ist die Kokossuppe hier? Nee, das ist die Mango-Creme. Ach so. Kokossuppe ist wieder ach, da drin und das ist die Beilage dazu. Achso, das gehört zusammen. Okay. Dann hier ist eine Mischung aus gekeimten Sonnenblumenkernen, Rosinen. Genau, geraspelte Möhren, ein bisschen Öl ist dabei und orientalische Gewürze. Genau. Cool. Okay, das, und das, dieses Gelbe war nochmal? Mango. So eine Mango-Kokoscreme, ja. Also süß. Isst man einfach so. Isst man einfach süß. Genau, oder zusammen mit Kichererbsen ist auch nicht schlecht. Ah, okay. Okay. Kichererbsen sind. Ich hab probiert. Wir hatten ja noch nicht. Das sind Gurken, Spirulina, Lauchspaghetti. Ohne Salz. Fettarm. Fett, nee, fettfrei, salzfrei. Wunderbar. Kokos? Kokosfleisch? Trester. Kokosfleisch, Trester. Genau. Zum einfach wegschnurzen. Genau, hier ein Salat. Das ist grüner Salat, Pilze, Gurken und ein Dressing aus Orange, eine Handvoll Sonnenblumenkerne und Senf. Ja. Gurken und Dressing. Und Tamarinde. Das ist ein Kichererbsen-Linsensalat mit ja, orientalischem Dressing. Ich weiß nicht mehr, was alles dran ist. Hanfsamen auf jeden Fall, Kurkuma, eine Dattel, ja, ein paar Gewürze. Das ist was Süßes mit Kirschen. Chia-Pudding. Ein blunder Mann. Chia-Pudding. Aus dem Milch. Ah ja, genau, Chia. Genau. Das dann sieht, schmeckt besser, als es aussieht. Lass mich fragen, das ist indisch. Gurken Zucchini Spaghetti, nee, mit dem Dressing aus Petersilie, also Hauptbestandteil Petersilie, ja? Sonnenblumenkerne, ja, okay. Hanfsamen. Nicht mal ein bisschen indische Gewürze reingemacht? Diesmal glaube ich nicht. Okay. Ja. Und Knoblauch? Kannst du schmecken. Knoblauch auf jeden Fall. Ja. Und keine Avocado. Gemischter Salat mit Mais, Petersilie, ja? Glaube ich, Paprika, Tomaten. Der Kuchen zeigt, dass man langsam ins Bein müssen. Ja, ja. Ein Schokokuchen? Ja, das ist eigentlich dieser typische Avocado-Limettenkuchen, bloß der ist noch mit Aronia ein bisschen verfeinert, deswegen ist die Farbe ein bisschen dunkler. Und im Boden haben wir Pekannüsse und Datteln hauptsächlich und noch ein bisschen Kakao. Was ist der typische Avocado-Limettenkuchen? Und hier, das sind getrocknete Tomaten aus dem Senegal. Sonnengetrocknet. Ja, Haselnüsse, das sind Cracker aus Braun- und Helmleinsamen mit Chia und Sesam. Salzfrei, fettfrei. Ja, was ist das? Das ist was Süßes, gekeimte Sonnenblumenkerne, Karob, Kokosraspe und Rosinen eingeweicht. Coole Sache. Schöne Blüten, Mango, Kokosnüsse, ganze, noch was Süßes. Quinoa-Happen, müsst ihr euch beeilen, es schmilzt schon. Das ist gekeimte Quinoa, getrocknet wieder. Und dann mit Kokosöl und Mandelmus eine Masse mit den Quinoa gemacht und dann einfach in den Kühlschrank. Und woher nimmt das dann die Süße? Wo kommt die Süße her? Ach, Datteln. Ja, Datteln natürlich, ach, auch noch. Okay. Genau. Und oben, das ist mit Karapulver und Kokosnussöl. Okay, interessant. Guck, ich kann mal live mal mit einem großen Messer eine Kokosnuss öffnen, aber haben wir wahrscheinlich kein großes Messer hier. Gefüllte Pilze. Die sind, die Basis ist Cashewkerne. Und mit Zitronengras und Aprikosen. Ich wollte es ein bisschen frisch machen. Und Zitronenschale oben drauf. Hier nochmal ganz kurz eine Info für die, die Masse. Hier, das sind ja nicht so viele Daten. Teilt euch zu dritt, zu viert mal so ein Ding. Schneidet das, dass jeder mal so ein bisschen kosten kann. Nur so für die Leute, die das erste Mal da sind. Gemischter Salat. Mit, ja, mit Dressing. Mhm. Schön. Das sind Schokofrohbällchen, zum Teil mit getrockneten, gekeimten Buchweizen und zum Teil ohne. Okay. Mit Mandeln. Mandeln, okay. Datteln, Kakao, Kakaonips, Vanille und sowas. Ja. Oh, das ist ja interessant, mit grünen Plättchen. Also Kakao mit Datteln und Pfefferminz. Oh. Und dann? Cashew-Datteln ist das. Cashew-Dattelbällchen. Hier noch ein Salat mit Blüten. Auch einfach ein gemischter Salat mit Gurke, Tomate. Gundermann ist noch dabei. Genau, Melone, Johannisbeeren, Ananas und hier ist noch... Melonen-Smoothie mit Ingwer. Oh, interessant. Klingt auch gut. Wunderbar, und da hinten wird noch was zubereitet, da gehe ich noch mal schnell hin. Und dann
So, und das ist jetzt das Letzte, ja, wo wir heute hier sind. Heute gerade frisch zubereitet. Ein, was ist das? Papayasalat. Ein thailändischer. Ein thailändischer Papayasalat. Wunderbar. Das Buffet ist eröffnet. Was wird das jetzt nochmal? Papaya. Thailändischer Papaya. Ach, den du schon mal gepostet hast. Ja, genau. Schon mal gerochen. Oh, das riecht gut. Aber es ist sehr scharf. Ich weiß gar nicht, ob ich heute Mono esse. Noch ein bisschen Obst gibt es für mich eine große Portion verschiedenster Salate. Zeigen, wie man ganz unkompliziert eine Kokosnuss aufmacht. Das Problem ist, man braucht eigentlich ein großes, schweres Messer. Ich habe jetzt nur so ein ganz leichtes Messer, aber ich hoffe, das geht trotzdem. Weil viele sagen, oh, ich habe keinen Schraubenzieher dabei und die tun das so aufdröseln und so weiter. Das ist eigentlich alles gar nicht notwendig. Das ist hier eine richtig frische Kokosnuss und das ist hier irgendwie so ein 0815 ganz leichtes Messer und trotzdem hoffe ich, dass das funktioniert. So, und in der Theorie sieht das so aus, dass du die Kokosnuss nimmst und im oberen Drittel hier immer anschlägst mit dem Messer, mit der Rückseite des Messers, immer anschlägst. Hier anschlägst und dann rundherum, das einfach drehst. Und dann tut sich das hier leicht brechen und dann kannst du es einfach abheben. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht die Löcher reingemacht und irgendwie den Saft rausgelassen, sondern der Saft ist auch noch drin, die ist voll prall gefüllt. Und idealerweise ist es dann so, dass du, dass die Schale abgeht, aber innen das Schwarze noch bleibt. Also es ist, wir schauen mal. Umso länger es braucht, umso besser ist es, weil wenn du zu schnell zu stark schlägst, dann, sage ich jetzt nicht nur, weil es ist, weil du zu schnell zu stark schlägst, dann machst du vorne einen Riss rein und ja, deswegen ruhig ein bisschen länger brauchen, aber das Messer ist halt wirklich nicht das Beste. Das seht ihr selber, es rutscht immer ein bisschen ab. Ich glaube, ich hau einfach mal hier durch. Aber es wird schon. Genau, schon. Hier unten ist ja die Schale, die du mitessen kannst. Ein Messer, jetzt. Ein bisschen Feingefühl. Und theoretisch hast du jetzt nur, ich weiß nicht wie viel Saft, aber normalerweise ist das unter der Hälfte. Ja, ja. Und bleibt drauf, genau. So, dann hast du jetzt, und dann hast du, darf ich mal reinlegen kurz? Ja. Und dann hast du das und dann kannst du natürlich einfach abschneiden und den Saft rausmachen. Und da hast du nicht, wenn du reindrehst, immer diese kleinen Stückchen von der Schale drin und so weiter. Das ist halt einfach die beste Möglichkeit, so eine Kokosnuss zu öffnen. Danke, Christian. Aber mit einem ordentlichen Messer geht es nicht besser, weil das ist viel zu leicht. Wenn du das natürlich noch ein bisschen mehr Power hast, dann kannst du das noch schneller machen. Mhm. Aber es ist gar nicht so schlecht, weil dann brauchst du länger und dann kannst du feinfühliger arbeiten. Hier ist dein Messer. Habe von Orkos war die gelb mit ein bisschen braun. Die sind vollkommen braun geworden. Du weißt, was du tust, nicht, dass du den Finger abhackst. Das hat du weißt, auf YouTube. Obwohl, ja, hack dir mal Finger. Klicks, klicks.
Gerade kam sie mein Gehirn. Klick, klick. Ich mach's mal so am Boden. Oh, alles verschieben. Ich hab zu lange gewartet. Ja. Also man darf nicht so lange warten, bis die Frucht braun wird. Okay, wir haben wieder was gelernt. Mit dem Jahrhundert hat es heute gezeigt. Man soll sie ausschneiden, wenn sie noch gelb ist. Okay. Ja, jetzt der Rohkost-Potluck neigt sich jetzt wieder dem Ende. Es ist wieder 18, 19 Uhr so und ja, ne? Was heißt, so wirklich auflösen tut sich das jetzt hier nicht, wenn man da so guckt. Also ein bisschen weit zu sehen, also es sind bestimmt noch 20, 30 Leute da. Es waren heute auch wieder um die 60 Leute. Das hat sich so eingepegelt. Also ja. Ich hab die letzten drei Mal konkret gezählt. So 62, 66, 59, also immer so um die 60 Leute, die jetzt da sind. Und ja, und immer so, würde ich sagen, so zwei Drittel alte Hasen, aber auch immer ein Drittel neue. Ja. Also bei, bei jedem Potluck eigentlich. Bei jedem Potluck heute wieder neue dabei gewesen. Mhm. Und ja, vom Essen her, heute, wie hat es dir geschmeckt? Also ich habe ja heute sehr wenig gegessen und auch nicht so viel durcheinander. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Hast du das vorhin nicht auch wenig gegessen? Könnte sein. Kann es sein, dass du generell wenig isst? Ja, dadurch, dass ich jetzt auf Sardinien relativ mono und ganz einfach gegessen habe, habe ich mir heute schon gesagt, es gibt für mich heute keine Rohkostkugeln, keine Fruchtkugeln. Und also habe ich nur ein bisschen Obst gegessen und zwei Teller Salat. Das heißt, du hast auch nicht mal meine Kugeln gekostet? Nein, leider nicht. Ich habe auch solche Kugeln, die nussfrei waren. Die, mit wo ich erst dachte, das sind die herzhaften. Hm. Die habe ich probiert. Okay. Datteln und Ananas und Kurkuma oder Kurkuma. Und die Salate waren dann auch zu much, oder? Die Salate waren super. Waren okay, ja. Die habe ich gedacht wieder. Ich habe jetzt auch dreieinhalb Wochen kein Salz gegessen und kaum Öl. Okay. Aber ich habe gedacht, gut, für den Potluck ist das okay, habe ich auch ganz gut vertragen. Aber ich werde nicht mehr, glaube ich, so dieses von jedem probieren und zu viel durcheinander. Ich glaube. Ja, du bist auf dem Weg, ich habe schon gemerkt, bin ich Stufe in den letzten Gesprächen, du wirst langsam zur Lichtkriegerin. Ja, das ist gut. Ja. Ich habe auch jetzt auf Sardinien gemerkt, wie befriedigend das ist, so einfach nur eine Melone zu essen und nur ein bisschen Tomate und Gurke, wenn das so sonnenreif ist und so aromatisch. Ja. Also bei Tomaten, da finde ich das wirklich ein Fest. Gab es da auch die Ochsenherztomate in Sardinien? Ja, ähnlich, wirklich, aber die schmecken hier in Leipzig besser. In Leipzig. Interessanterweise würziger, die schmecken so aromatischer, so wie eine alte Sorte. Also Tomaten zählt ja auch irgendwie zu den deutschen Gemüsen, irgendwie habe ich so den Eindruck, so, dass wir da ganz schön, wir haben ja tausende verschiedene Sorten. Ja, aber heute hat sich wieder erst eine Potluck-Teilnehmerin beschwert, sage ich jetzt mal, die sagt, in Dents, wo sie einkauft, also im Biomarkt, da gibt es immer nur eine Sorte Tomaten und es gibt ja eigentlich so eine tolle Vielfalt. Wahnsinn, ja. Auf dem Markt kann man das sehen. Ich kaufe ja dann auf dem Markt auch Herzfeuer und die Ochsenherz und kleinere Tomaten. Aber auf Sardinien war es ja grandios, was es da gibt an Tomaten. Also hier wird ja immer nur ganz wenig, es werden nur ganz wenige Sorten ausgewählt, die dann hier in Deutschland gezüchtet werden. So ist es mit allen möglichen, mit Äpfeln, mit Birnen. Muss aber schauen, die Vielfalt gibt es ja auch. Bei Kartoffeln, da gibt es ja sehr, sehr viele Sorten. Das ist jetzt für Rohköstler jetzt nicht interessant, aber ich kenne das, dass sehr, sehr viele schwören auf eine bestimmte Sorte und sich auch darüber aufregen, dass es halt eben so wenig Auswahl in Deutschland gibt. Genau. Und, aber das liegt natürlich marktwirtschaftlichen Gesetzen zugrunde, dass du dich auf zwei, drei Sorten beschränkst und weil du wahrscheinlich dann am besten absetzen kannst. Ja. Naja, so werden wir konditioniert. Ist immer noch am besten, einen Garten zu haben und selber anzubauen, so wie du das machst mit deinem Permakulturgarten. Ne? Genau, genau. Ich habe auch diesmal das erste Mal in meinem Garten die Tomaten nicht hochgebunden, sondern einfach unten liegen lassen. So, und weil ich habe ja so den irgendwie, weißt du, der Ansatz von Permakultur ist für mich auch so wenig zu tun wie möglich. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich einfach so die Natur sich selbst überlassen will und schauen, was passiert. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die eine oder andere Tomate natürlich angefressen wird von unten. Mhm. Die mache ich ab, aber die anderen reifen auch wunderbar. Also es geht auch, dass man die Tomaten einfach fallen lässt und also von daher, natürlich hast du recht, das Beste ist selber anzubauen und genau. Ja. Wo kommen die Leute heute her? Wir haben ja immer diese beiden großen Lager mittlerweile. Das ist einmal Frankfurt und München, kannst du ja quasi fast sagen. Wobei das Frankfurter Lager eigentlich das dominante Lager ist. Okay. Dieser Ass in Würzburg, das Potluck dann drauf bei uns in Leipzig. Und dann fahren sie alle noch nach Gilching. Das sind so drei Autos diesmal, die vollgepackt, die sozusagen alle die drei Rohkost-Potlacke. Ja, haben sie schon überlegt, ob sie das nächste Mal mit dem Bus anreisen. Ja, das ist halt immer schon der Gro. Und dann aber Jena hat sich jetzt etabliert. Als so zweite große Stadt, also sind heute auch wieder fünf Leute aus Jena da. Okay. Ne? Und das Königreich Deutschland ist auch zum dritten Mal da. Also wir sind ja fest im Adelsblut quasi. Das sind heute auch wieder vier Leute vom Königreich Deutschland. Also das bleibt immer eine illustre Truppe, da kannst du sagen, was du willst. Das ist wirklich, ne? Dann aus Köln ist ja die Jana, glaube ich. Oder nee, nicht aus Köln. Ja. Das ist wie aus Göttingen, sind noch zwei gekommen. Von Hessen. Aus Halle ist noch ein Pärchen gekommen. Ja.
Die weiteste Anreise hatte Maria aus dem Senegal. Ja, stimmt, Maria aus dem Senegal, das ist natürlich der Hammer. Und ich habe Marielle vor uns im Interview gehabt und die hat gesagt, oh, ich bin heute weiteste Anreise aus Sardinien. Ich habe gesagt, sorry Marielle, da gibt es noch jemanden aus dem Senegal. Da war sie ein bisschen angepisst, aber mein Gott. Das war schön, ja, Maria zu sehen. Mit 4 Kindern ist die aus dem Senegal angereist zum Potluck, wenn das nichts ist. Wenn das nichts ist, ne? Das muss erstmal nachmachen. Ja. Und Marielle hat auch gesagt, also sie ist auch durchaus wegen den Potlucks, ja, muss man sagen, von Sardinien hier hergefahren. Genau, also wenn sie sagt, oh, ich möchte gerne am Potluck, oh, ich möchte gerne, ging das so eine ganze Weile und hat gesagt, ich habe Flug gebucht, ich bin beim Potluck dabei, dann war die Freude kurz. Ja. Ja, deswegen, also auch die Leute, die jetzt das erste Mal gekommen sind, ihr habt ja, also zumindest auf meinem Kanal, dann das Interview mit der Selina, von die große Träumerin, und sie hat auch gesagt, also sie freut sich jeden Monat und sie will jetzt immer beim Potluck mit dabei sein, jeden Monat, weil das einfach das Tollste ist, der tollste Tag und so weiter. Und das ist halt einfach so. Es ist bei mir, geht mir nicht anders. Es ist einfach, du findest so in der Masse halt nicht so viele Menschen und ich glaube, wir wiederholen uns da jedes Mal, wenn wir das haben, aber es ist einfach, es gibt auch immer neue Abonnenten, die unsere Videos dann schauen und so weiter. Wir können das einfach nur mal raushauen. Es ist einfach, ja, es gibt nirgendwo so eine Fülle an solchen netten, lieben Menschen. Du guckst in die Gesichter, ich habe vor uns mal ganz bewusst mich hingestellt, die Leute angeschaut. Lächeln, lächeln, lächeln. Überall lächeln, alles ist gut. Und man unterhält sich und es ist einfach, ich will nicht, ich schwärm du mal ein bisschen. Ich kann dazu auch gar nichts weiter so viel sagen, ist wirklich so. Ne? Also ich stimme dir da voll zu, ich bin da ganz bei dir. Es ist einfach ein wunderbarer Platz, wunderbare Menschen, eine wunderbare Gemeinschaft, was ich auch sehr schätze. Also ich saß heute auch mit oder stand mit ein paar Leuten, war so eine kleine Gruppe und dann haben wir uns zum Beispiel ein bisschen über das Weltgeschehen unterhalten. Ein bisschen so, was passiert gerade in Europa, in Deutschland und so, das ging dann auch ein bisschen ins Spirituelle hinein und das war so schön zu sehen, oh, gibt es so Leute, die denken wie ich, die sind auch ein bisschen kritisch und die wollen zum Beispiel auch überlegen, woanders hinzugehen, vielleicht die Zeit woanders aufzuschlagen und es war einfach so schön, sich da einfach mal auszutauschen, da gibt es noch ein paar Buchtipps und dies und das. Also das hat mich heute auch sehr erfüllt, ne? Deswegen, oh Gott, ich bin nicht allein. Also es gibt auch noch andere, die nach oben gucken. Ja, und auch generell, weil du es jetzt so anspricht, Informationen. Du bekommst ja auch viele, viele Informationen, Buchtipps, Sachen, wo Leute, die ähnlich ticken wie du, dann eben wertvolle Tipps haben, weil du weißt, die Buchtipps liegen dann wahrscheinlich relativ nah an dem, was du auch selber magst. Ja. Und ja, entsprechend auch Informationen, so ein Punkt, wo man schon sagen kann, wenn man zu so einem Rohkostpotler kommt. Genau. Ja. Berlin ist übrigens noch eine große Kurve, ich kann es vergessen, weil ich jetzt gerade ein paar Leute hier aus Berlin. Stimmt. Und kurioserweise, es sind 3 Leute aus Berlin mit dem Fernbus gekommen und die sich nicht gekannt haben, sich nicht abgesprochen haben und alle jetzt sozusagen unterschiedlich gekommen sind, aber dann wahrscheinlich gemeinsam nach Hause gehen mit dem Fernbus, weil die ja alle denselben Bus, den spätesten Bus. Genau, und vielleicht kommen sie auch wieder zusammen. Ja, und vielleicht kommen sie das nächste Mal dann zusammen. Ne? Also so finden sich dann halt auch die Leute, auch in Jena, das sind jetzt eine junge Frau, die hatte keinen Anschluss, auch in Rohkost, da ist in Jena gar nichts und auch generell so. Und jetzt hat sie halt 4 weitere Leute in Jena kennengelernt, durch den Rohkost-Potluck in Leipzig. Also das ist halt einfach grandios. Und das Wetter ist heute trotzdem wieder wunderschön, obwohl es zwischendurch mal geregnet hat. Ja, aber was ich schön fand beim Regen, da standen wir alle unter den Bäumen eng zusammen und haben ein bisschen, sind aneinander gerutscht, ein bisschen noch uns einfach noch mal ein bisschen anders wahrgenommen, ein bisschen körperlicher wahrgenommen. Genau, das war schön. Ja. Das habe ich auch genossen. Es war auch nicht viel, jetzt die Sonne, das ist alles wieder getrocknet. Und da haben wir schon gedacht, mit so tollen Menschen, mit Liebe im Herzen, da haben die Wolken keine Chance. Die ziehen dann von dann und die Wolken durch. Ja, dann geht die Spiritualität schon ein bisschen ins Esoterische. Ja, aber es war trotzdem schön. Ja. Ja, man kann auch dann so ein bisschen träumen und auch so mal ein bisschen rumspinnen oder sowas. Mhm. Das erlebe ich auch immer wieder, dass die Leute sich dann so ein bisschen so reinfallen lassen. Und das ist halt auch schön einfach, weil jeder weiß auch so ein bisschen, oder vermute zumindest, dass jeder weiß, dass vieles, was man so denkt und was man so artikuliert hier, dass es nicht unbedingt der Realität entsprechen muss und dass es aber trotzdem, dass man es einfach trotzdem mal sagen kann. Einfach so ein bisschen rumträumen, auch ein bisschen vielleicht mal spinnen und so weiter. Oder ich meine auch zu bemerken, dass viele Menschen erleichtert sind, hier Gleichgesinnte zu finden. Nicht unbedingt, was Rohkost und Vegan angeht, sondern so an der Lebenseinstellung. Mhm. So, oder? Dass man auch wirklich dann auch alles mal sagen kann, denken, oh Gott, die denken auch so, in meinem Umfeld denkt niemand so, meine Familie denken, ich habe einen an der Klatsche oder so. Und hier findest du halt Leute, die sagen, da habe ich auch schon gedacht, habe ich mich damit auch schon beschäftigt. Ne? Ja. Das ist einfach das Schöne, das Wunderbare. Und ich bin auch, da wirklich habe ich auch jetzt in einem Video, was ich heute hochgeladen habe, gesagt, ich bin so dankbar für diese Gemeinschaft, die sich gebildet hat seit dem letzten Jahr. Kannst du dich noch an unseren ersten Potluck letztes Jahr im April erinnern? Ja, kann mich noch erinnern, ja. Und dann, wie diese Gruppe gewachsen ist. Also erstmal ist der Potluck größer geworden, immer mehr
tolle Menschen sind dazu gekommen. Da gibt es jetzt so eine Kerntruppe, man ist immer im Kontakt, man ist immer miteinander verbunden. Und so würde ich mir das auch für ganz Deutschland wünschen, dass immer mehr Menschen, die das Gefühl haben, sie würden am liebsten ausbrechen oder sie fühlen sich von ihrem Umfeld so eingeengt, nicht unverstanden, dass die auch so versuchen, so in so eine Gemeinschaft zu kommen, sich so zu vernetzen. Das fände ich wunderbar. Genau, und das ist ja auch möglich. In Deutschland. Ja, und das ist ja auch möglich. Wir sind ja im Internet. Und es ist ja nicht so, dass die Leute zwangsläufig zum Rohkost-Potluck kommen müssen, irgendwo her. Ja, natürlich hilft das. Aber einfach zu wissen, dass es da jemanden gibt und dass man vielleicht sich auch über Facebook austauscht und selber vielleicht Projekte initiiert in seiner Stadt mit vielleicht Leuten, die zum Rohkost-Potluck Leipzig gekommen sind und sich da mal informiert, so wie das also gelaufen ist und wie das funktioniert. Und ja, also das ist genau das, dass auch dank des Internets und der Informationstechnologie und so sehr wir auch die Natürlichkeit und so auch dafür stehen und sagen, natürlich sein ist schön, aber die Technik, muss man ganz eindeutig sagen, die bringt die Menschen zusammen und von daher, ja, also einfach toll. Hm. Genau. Wir werden jetzt den Tag ausgehen lassen, geht nochmal auf die Piste. Wir werden es noch ein bisschen krachen lassen. Ja. Also wir paar Leute haben jetzt gesagt, dass sie gerne noch wahrscheinlich Karaoke singen werden. Oh, ja. Okay. Und Min hat das natürlich, Ming heißt er. Ja. Genau. Auf jeden Fall, dass sie Karaoke-Bar und ich denke mal, oder afrikanische Nacht, das ist die alte afrikanische Musik und ein bisschen Bumba Bumba. Ja, vielleicht von Mer Maria. Ja, nee, das ist auch wirklich schöne Sachen und dann will man sehen, irgendwas wird kommen noch. Ja. Mal sehen, was ich meine Übernachtungsgäste auf dabei sind. Bei dir ist halt Full House, ne? Ja, 5 Übernachtungsgäste, da freue ich mich total. Das sind alles ganz tolle Menschen, mit denen ich virtuell schon verbunden bin. Marielle ist wieder dabei. Also wir hatten jetzt eine Woche Pause, jetzt leben wir wieder zusammen in der Gemeinschaft. Und das ist einfach schön. Ja. Nee, ich freue mich, genau. Ich freue mich da einfach noch auf diesen weiteren Austausch und frühende Gespräche. Das ist nochmal anders in so einer kleinen Gruppe. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ja, einfach befriedigend schön. Gibt es eigentlich jetzt nichts mehr zu sagen. Gut. Dann verabschieden wir uns vielleicht. Seid ihr beim nächsten Mal dabei? Wann ist das? 27. August, ein Samstag. Immer der letzte Samstag im Monat. Genau. Müsste der 27. August sein. Hm. Ja. Gut. Dann. Vielleicht sehen wir euch beim nächsten Potluck. Also es wird September, Oktober auch noch eingeben. Planen wir noch. Im Oktober müssen wir wegen Wetter gucken, schauen. Hm. Aber September, auf alle Fälle, gibt es noch die Möglichkeit, an 3 Potlucks teilzunehmen. Bis September, Oktober, ja. Genau. Na dann. Na dann. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.